Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Übergang Jupiters von den Fischen in den Widder. Hier befindet er sich im zweiten Haus, allerdings haben wir hier eine ganz besondere Besonderheit. Es hätte noch eine dritte Halbsumme gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. Wir haben Jupiter als Fokuspunkt zwischen Venus und Mars in einer Halbsumme, aber er ist gleichzeitig auch noch in einer Halbsumme zwischen Mars, Jupiter, Fokuspunkt, Neptun, also doppelt in einer Halbsumme involviert. Schade, geht sich das hier aus? Na, das geht sich leider nicht aus. Da müsste hier ein Planet stehen, ja, auf 5 Grad im Stier. Tut es aber nicht. Aber ansonsten wäre es hier mit Pluto und Merkur, das scheitert nur um 3 Grad. Das wäre dann der Hattrick geworden. Dreimal sozusagen der Hauptdarsteller Jupiter dann zusätzlich noch in eine Halbsumme involviert gewesen. Also das wäre ja der absolute Oberhammer. Ja, wir haben einen Hammer. Ja, ich sorge persönlich dafür, dass niemand mehr in diesem Land etwas zu lachen hat. Ich habe mich mit meinem Freund Zemlinski abgesprochen. Er wird jetzt auch Bestandteil unserer wundervollen Gemeinschaft und er wird unsere Gemeinschaft auch mit großen Schulden bereichern und das ist gut so und die Schulden werden dann auf alle verteilt. Ende. Karl, du bist ein absoluter Schnelldenker. Du hast die Lage komplett erfasst. Ja, schade, schade nur, dass so jemand dann auch eines Tages wird zurücktreten müssen. Ja, wir trauern schon jetzt, dass wir sind sehr unglücklich, ja, Karl, wir sind sehr, sehr unglücklich, dass du uns eines Tages leider aus alterstechnischen Gründen verlassen wirst müssen. Ja, es ist Wahnsinn, es ist absolut, also spannende Zeiten, in denen wir leben. Schauen wir uns im Prinzip einmal die alten Zahlen an, den 11. Mai 2022. Was bringt uns der? Der bringt uns die 11, die 16, die doppelte 18, die 20, die 22, daraus resultierend die 4. Die 11, naja, alte Bekannte, das ist unsere Zahl. Das mentale Arbeiten, eine Meisterzahl, mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wir bestimmen, was wir wollen und nicht irgendwelche Kasperlen aus dem Untergrund, unterirdische Kasperlen, die sozusagen noch fremde, wie sagt man, Spezies sind, also ganz spannend, was hier auf diesen wundervollen Planeten an der Oberfläche läuft, also oberflächlich betrachtet ist es ja alles großartig, aber wenn man dann in die Tiefe bohrt, tja, da kommt dann einiges zum Vorschein. Die 16, ja, wie beim Nasenbohren, die 16 an zweiter Stelle, Bungee Jumping ohne Seil, also hier geht etwas den Bach runter und ich meine, wir brauchen hier nicht lange zu bohren, um hier auf eine Goldader oder auf eine Schmutzwasserader oder Brackwasserader zu stoßen, denn wir haben Spitze, zweites Haus in den Fischen auf Skorpiongraden, 1, 2, 3, 4 Planeten im zweiten Haus und wir können aus dem Stegreif erkennen, weil der Jupiter, der Hauptdarsteller, auch noch dort ist, dass es hier um das Thema richtig, Geld geht. Also ganz leicht eigentlich herauszufinden. Die 18, Täuschung, Betrug, Lüge. Gerade haben wir vom Geld gesprochen. Deren Moment haben wir vom Geld gesprochen und schon ist es da. Also es ist unglaublich, wie schnell gewisse Dinge in Erfüllung gehen. Die 18 bedeutet halt, dass man auch irgendwie bereit war, sich täuschen zu lassen. Immerhin wurden wir ja konditioniert. Wir wurden sozusagen darauf abgerichtet, dass Geld etwas Wertvolles wäre. Ja, ich meine, es ist absurd, ja, ich weiß schon, ist mir klar. Aber trotzdem, es wurde uns in der Schule erzählt, damals hat es den Weltspartag gegeben, den Sparefroh, da hat es ein Geschenk gegeben, sozusagen ein Weltspartagsgeschenk. Wann war das? 31. Oktober, ich weiß nicht, irgendwann um diese Zeit herum, aber großartige Zeit, die Geschenke sind dann immer weniger und weniger geworden. Ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren war das mein erstes Sparbuch mit 10% verzinst. 10% Zinsen auf jährliche Guthaben. Also 10% Zinsen, da hat man noch gemerkt, dass Geld gebraucht wurde. Das heißt, da hat man den Sparern auch anständige Zinsen gezahlt. 10% Zinsen, was war das? War das Prämiensparen? Ich glaube, ja, das war eine gewisse Zeit, musste das Geld gebunden sein, glaube ich, 4 oder 5 Jahre und man hat 10% Zinsen bekommen. Ja, ich glaube, heute braucht man nur schauen, die Verzinsung.
Die Verzinsung am Gehaltskonto, ja, wie viel sind das? 0,0001% könnte sein, aber Überhebungszinsen sind circa ident, glaube ich, 14, irgendwas oder wie auch immer, man kann es, auch ein bisschen mehr kann man auch sagen. Die 20 an fünfter Stelle, das Gericht, also hier ist das Linsengericht zubereitet und die Auferstehung der Toten, löse dich von der Materie und du wirst glücklich sein, arm, aber glücklich, ja, Onkel Klaus, ich schau obe, weil lange wird es nicht mehr dauern, oder schau auf, entschuldige, Onkel Klaus, ich schau auf, lange wird es nicht mehr dauern, dass er uns von seiner Präsenz erlösen, befreien wird, aber großartig, dann ist auch er sozusagen in völliger Armut, wird er, aber glücklich wird er herumgeistern, als Poltergeist aus der Tiefe, wunderschön, großartige Visionen, die 22 hatten wir schon, möchte mich nicht wiederholen, aber interessant, Meisterzahl, Meister, wann werde ich die Erleuchtung haben, wenn du nicht mehr so blöde Fragen stellst? Na, die 4 als letzte Zahl, zeigt uns, dass es hier um Machtausübung geht. Wir wären nie dahinter gekommen. Es hätte uns niemals der Verdacht sozusagen beschwert, erschüttert, beglückt, heimgesucht, heimgekehrt. Auf jeden Fall, Hauptdarsteller wieder. Wieder, nein, der Jupiter, immer wieder. Der Jupiter kehrt sozusagen circa alle 12 Jahre wieder zu seinem Ausgangspunkt auf 0 Grad wieder zurück. Das heißt, er beginnt jetzt hier wieder einen neuen Turn, auch wenn er sozusagen im Schützen beheimatet ist, so ist das doch für mich wieder der Beginn eines großen Jupiterjahres, 0 Grad wieder, das hat schon etwas sehr, sehr Besonderes, das ist sozusagen ein Geburtstag, der nur alle 12 Jahre wiederkehrt, also doch, würde ich sagen, ein maßgeblicher Einfluss, das ist ein richtiger Zyklus, Jupiter ist natürlich das Prinzip der Erweiterung, der Expansion, man sagt auch, es wäre die zweite Sonne in unserem Sonnensystem, die künftige Sonne, wenn bei unserer echten Sonne das Licht ausgeht, dann entsteht sozusagen, dann erleuchtet sozusagen die neue Sonne und es gibt ja auch unter den Satanistenkreisen sozusagen die Verehrung Saturns, ja, Saturn wird ja deswegen verehrt, weil er soll die alte, die echte, die wirkliche Sonne gewesen sein, die aber erkaltet ist und in alter Ehrerbietung dieser Sonne, aber was wir natürlich schon herausgefunden haben, dass es merkwürdige Signale vom Saturn gibt, eigentlich wollte ich gar nicht vom Saturn sprechen, aber wenn man schon dort sind, dann können wir es ja ganz kurz auch anklingen lassen. Und es wurden da über die Ringe des Saturn sehr interessante Dinge herausgebracht, dass zum Beispiel The Ringmakers of Saturn, also das heißt, da gibt es riesengroße Raumschiffe, die so, naja, so ungefähr groß sind wie die Erde und die tragen die, so wie beim Eislaufplatz, die Eismaschine, die während an der Orgel seine Melodien sozusagen anstimmt, trägt sozusagen die Eismaschine wieder auf diesem Betonplatz, der damit mit Kühlschläuchen unterhalb durchzogen ist, trägt das eine Eisschicht auf. Gut, was ist der Jupiter im Widder? Der Jupiter im Widder ist zunächst einmal eine sehr, sehr optimistische, eine sehr idealistische Besetzung. Eine, wie sagt man, wie kann man das am besten sagen, ja? Eine Besetzung, wo man großes Selbstvertrauen hat, wo man viel Enthusiasmus ausstrahlt, wo man andere sozusagen mitreißen kann. Ich habe den Jupiter übrigens im Widder, ja? Wo man andere mitreißen kann, wo man anderen aber auch Hoffnung geben kann und wo man natürlich auch immer wieder neue Projekte, Pläne hat, weil ja da wieder die Kraft des Neubeginns ist und Jupiter ist sozusagen der Neubeginn on Steroids. Also immer 1000 Pläne, wer zum Beispiel den Jupiter im Widder hat, der hat laufend Pläne. Das Problem ist halt dann nur, wenn man nicht genügend kardinale Planeten hat, dann bleibt das nur leeres sozusagen Gedankengut ohne Umsetzung. Also das heißt, mit Jupiter im Widder sollte man zumindest vier kardinale Planeten haben, um auch die Pläne umzusetzen. Und vielleicht eine kleine Blockade auf Jupiter würde nicht schaden, dass er nicht so wahnsinnig sprudelt. Ja? Also das heißt, doch eine sehr markante Besetzung. Ich finde Jupiter im Widder einfach
großartig. Und natürlich ist hier auch großes Interesse an religiösem Wissen, an philosophischem Wissen. Also das heißt, hier hat man einfach ein wahnsinns großes Potenzial. Und irgendwie hat das für mich auch den Beigeschmack so dieser universellen Neugierde. Es ist eine gewisse Unbekümmertheit, Naivität, Vertrauensseligkeit, Optimismus. Und natürlich wird man mit so einer Konstellation, mit so einer Besetzung leicht über den Tisch gezogen, weil man ja nur an das Gute im Menschen glaubt. Und das ist bis dato noch nicht so wirklich gefunden worden, aber es soll angeblich vorhanden sein. Jupiter ist eines auf jeden Fall. In diesem Horoskop ist er der Herrscher des 11., aber merkwürdigerweise auch des 12. Hauses. Ja? Des 12. Hauses, wenn wir anschauen, bitte, 12. Haus, 29 Grad, 55. Das ist ja homöopathisch, das existiert ja fast gar nicht mehr. Genauso 6. Haus in Opposition, auch 29, 55, allerdings in den Zwillingen. Ja? Und das hat schon eine massive Bedeutung. Ich sehe gerade, meine Speicherkarte ist...